Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Willkommen zurück im Scheißwetter. Also wenn ich mir den Himmel so angucke, das wird kein Spaß. So, ich habe ja schon geschlafen, ne? Fällt mir ein. Beim letzten Mal, ne? Habe ich schon geschlafen. Ja, müsste eigentlich. Ja, ich möchte diese Folge nutzen, um euch mal mit einem wichtigen Thema zu konfrontieren, ja, was den Channel angeht und was sozusagen das weitere Vorgehen auf diesem Channel betrifft, beziehungsweise oder einen Teil des weiteren Vorgehens. Aber bevor ich das mache, suche ich mir noch einen neuen Auftrag und fahre dann schon mal los, ja, damit wir die Zeit natürlich effizient nutzen. Wir haben ja nicht so viel Zeit, ja, wir haben ja nicht so viel Zeit, wir haben ja nur 15 Minuten. So, wir sind ja in Bratislava. Bratislava. Oh, hier ist ein Auftrag, der bringt mir 12.000. Bauholz nach Erfurt. Nach Erfurt fahren wir. Genau, wir fahren jetzt nach Erfurt. Das ist super, ist das perfekt, ist das schön. Das machen wir so. Hier, so. Jetzt müssen wir den Auflieger abholen. Starten. So. Zurückfahren, zurücksetzen. Ist einer neben mir? Nee, ist keiner neben mir. Ich fahre jetzt einfach hier zurück. So. Stopp. Warum sehe ich im Navi nicht? Jetzt sehe ich das Navi endlich. Da, so. Das Scheibenwischer kann ich auch mal anmachen hier. Da sehe ich auch mehr. In der Suppe hier. So. Und wer sich gefragt hat, ob ich jetzt die ganze Zeit so rede. Natürlich rede ich jetzt die ganze Zeit so, ja. Einfach weil es lustig ist. Weil es lustig klingt. Weil es so schön ist. Da ist rot, da muss ich anhalten. Stopp. Jetzt ist grün, hätte ich gleich weiterfahren können. Scheißen Dreck. 200 Puls habe ich schon wieder hier. Hinterm Steuer. Ungeheuer. So. Ja, hier ist rot, hier muss ich anhalten. Stopp. Jetzt gibt es Strafe. Strafe gibt es dann. Jetzt wird es wieder grün. Schön grün. Komm. Nach vorne, weiter, fahren, Gas, Gas. Kann doch nicht sein hier, dass wir hier Zeit verlieren. Ich glaube, ich raste aus. Okay, ich höre auf. Ich höre ja schon auf. Verdammte Axt, verdammte. Moment, ich muss gerade mal gucken, fahre ich wirklich zum Auflieger gerade? Ja, gut. Weil das ist, sah jetzt so autobahnmäßig aus, aber tatsächlich muss ich tatsächlich auf die Autobahn, um den Auflieger abzuholen. Erkundet 4,61% ist eigentlich auch mal interessant. Da sieht man mal, wie wenig ich erkundet habe. Ich spiele das Spiel jetzt seit 5 Stunden, muss man dazu sagen, laut Steam. Und in diesen 5 Stunden habe ich nicht mal 5% der Karte erkundet. Das heißt, ich habe im Prinzip in 5 Stunden nicht mal, also nicht mal pro Stunde 1% entdeckt, könnte man sagen. Nur knapp 1% habe ich pro Stunde entdeckt. Schon ziemlich krass, eigentlich. Ja, worüber ich mit euch eigentlich sprechen wollte, bevor ich angefangen habe, so rumzusechseln, so sinnlos. Ich wollte euch fragen, was ihr haltet vom Thema Minecraft. Ich habe ja jetzt vor, ich glaube, es sind jetzt schon wieder knapp 3 Wochen her, habe ich angefangen, ja, aufgrund der Tatsache, dass es mir eine Freundin empfohlen hat, das Spiel, und auch diverse Leute auf YouTube mir das Spiel empfohlen haben, habe ich angefangen, Minecraft zu spielen. So, jetzt werden einige schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh nein, er hat angefangen, Minecraft zu spielen. Nein, bitte nicht. Ja, denn Minecraft, das weiß ich ja auch, ich bin ja nicht völlig blöd, ja, und es geht ja nicht alles komplett spurlos an mir vorbei. Minecraft spaltet ja so ein bisschen die Spielergemeinde. Es gibt Leute, also, oder sagen wir mal so, es gibt, also entweder man findet Minecraft richtig geil und suchtet es total. Geschwindigkeitsübertretung. Verdammte Scheiße, hier haben sie mich geblitzt auch noch. Ich könnte kotzen. Nee, entweder man findet Minecraft total geil und fährt voll drauf ab, oder man findet Minecraft einfach zum Kotzen und langweilig und keine Ahnung, scheiße. Ich gehöre eher zu der ersteren Gruppe. Ja, ich habe Minecraft gespielt, habe erst, als es so anfing, dachte ich so, ja, ist ja eigentlich ganz nett und so und ja, ist okay. Und dann ging es richtig los, dann hat mich die Sucht richtig erwischt. Ich habe tatsächlich nächtelang Minecraft jetzt gespielt in letzter Zeit.
wirklich, wo es dann plötzlich draußen hell war und ich dachte so, ja, what the fuck, was ist denn hier los? Wir hatten mir jetzt Zeit geklaut oder so. Ja. Und ich frage mich jetzt natürlich, das ist natürlich viel Zeit, die da reingeht und das wäre natürlich irgendwie auch sinnvoll, das auf dem Channel irgendwie mit einzubinden, weil ja auch viele Leute, habe ich gesehen von den Abonnenten her, auch Minecraft selber spielen und auch Minecraft Videos gucken. Jetzt ist die Frage, ich weiß, das wird nicht allen gefallen. Mich würde jetzt einfach mal von den Leuten zumindest, die dieses Video hier sehen, würde mich mal interessieren, was haltet ihr denn davon, wenn es in Zukunft auf meinem Kanal... Oh shit, hier ist eine Baustelle, hier muss ich mal ein bisschen langsamer fahren. Verdammte Scheiße, sonst knallt's hier noch. Was haltet ihr denn davon, wenn es auf meinem Channel in Zukunft... Krass, die bauen da ja richtig, Wahnsinn. Wenn es auf meinem Channel in Zukunft auch... Minecraft zu sehen gibt. Ich weiß noch nicht in welcher Form. Ja, mir ist schon klar, dass man nicht einfach mal irgendein Minecraft-Video hochladen kann. Ja, das macht jeder heutzutage. Ja, das ist mir klar. Ich muss dann natürlich mir noch ein Konzept überlegen, wie man das interessant machen könnte. Ich glaube, ich habe da auch schon eine ganz witzige Idee, wie es funktionieren könnte. Ich überhole den jetzt mal hier. Nee, das ist eine schlechte Idee. Da vorne kommt nämlich schon meine Abzweigung. Und wenn der mir dann im Weg steht beim Abbiegen. Schreibt mir das bitte einfach mal unter diesem Video, ja. Oder auch meinetwegen als Private Message irgendwie, als private Nachricht. Könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Was haltet ihr denn von Minecraft? Und allgemein, dass auf meinem Channel Minecraft gezeigt werden würde. Bitte teilt mir das mit, weil ich möchte jetzt nicht einfach mal so aus der Luft heraus ganz plötzlich mit Minecraft ankommen und dann irgendwie ganz viele Leute oder ganz viele Zuschauer verlieren, die einfach auf Minecraft keinen Bock haben und meinen Channel gerade deshalb sehen, weil es hier überhaupt kein Minecraft zu sehen gibt. Ja, das würde mich mal so interessieren, wie da die Lager unter den Zuschauern sind und wer da jetzt welche Präferenz hat. Auch wenn es nur so ein paar sind, ja, also so ein Querschnitt quasi brauche ich irgendwie. Weil ich mich damit nicht in die Nesseln setzen möchte, ja, weil ich weiß ja auch, dass man mit Minecraft eine bestimmte Zuschauerschaft anspricht, die jetzt vielleicht nicht so breit ist, wie man das jetzt vielleicht denken würde, ja. Ich muss dazu aber auch sagen, also es ist immer wieder überraschend, egal was ich bringe auf dem Channel und egal was kommt, die Resonanz ist bisher immer positiv gewesen, das muss ich auch mal dazu sagen. Also auch jetzt wieder beim Euro Truck Simulator 2 habe ich ja vom Joro schon wieder so viele tolle Kommentare bekommen und so viel Hilfreiches auch. Auch zur letzten Folge, ja, wo ich da so gut eingeparkt hatte, hat er mir erklärt in einem sehr langen Kommentar, warum das gut war und warum es funktioniert hat in der Situation, ja, was mir vielleicht da gar nicht klar gewesen ist in dem Moment. Also wie gesagt, extrem geile Kommentare kriege ich die ganze Zeit. So Hater-Kommentare oder so habe ich auch schon bekommen, aber das hält sich alles in Grenzen. Und wenn das mal ist, dann ist es tatsächlich so, dass Zuschauer da direkt reingrätschen und da sogar bremsen. Also das fand ich auch sehr schön, das fand ich sehr nice. Ich glaube, das ist das beste Mittel gegen Hater, wenn die Community stark ist und wenn die Community... Wenn ich da gar nichts machen muss, wenn die Community quasi sagt, hier, was machst du denn oder was schreibst du denn da für einen Quatsch und so, ne? Das ist, glaube ich, echt das beste Mittel. Finde ich gut, also weiter so. Ich kann da echt nur sagen, das ist, wo ist eigentlich mein Auflieger? War so blöd gefragt. Ich verquatsche mich hier schon wieder total und ich sehe den Auflieger nicht. Rückwärts. Stopp. Hier muss ich mal wenden, hier muss ich mal nochmal wenden, weil ich glaube, ich habe den Auflieger übersehen. Ja, sag mal, ist da nicht normalerweise immer so ein Symbol drumrum? Ist das mein Auflieger? Nee, das kann doch gar nicht sein. Ach ja, Moment, das war ja so komisch. Ich muss ja hier nochmal den Auftrag annehmen, stimmt. Ich muss hier vorne Enter drücken. Ach, das irritiert mich immer wieder, weil ich denke natürlich, wenn ich in die Frachtübersicht gehe, auf die große Karte, dass ich dann ja schon den Auftrag angenommen habe. Aber dem ist ja gar nicht so. Da zeigt mir nur den Weg zum Auftrag in dem Moment. Aber ich muss ja hier nochmal den Auftrag extra annehmen. Genau, so ist es nämlich. Oh Mann, ey. Und ich gurke da rum wieder auf dem Firmengelände, wie Falschgeld. So, jetzt Doppelklick.
Genau, und ich sehe, die Folge geht schon 10 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. So, das müsste aber jetzt der Auflieger da hinten sein, oder? Nee, Moment, warte mal, der ist da so auf... Hä? Okay. Diese Folge wird den Titel tragen, finde den Auflieger. Ah, da hinten ist er ganz am Eck. Ganz am hintersten Eck. Da verstecken die mir hier den Auflieger vor mir. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammte Axt hier. Ist auch noch Holz. Verdammte Axt. Holz, Bauholz nach Erfurt. In Erfurt wird nur auf Holz gebaut. So, fahren wir zurück. Und ankoppeln jetzt hier ohne Wenn und Aber wird hier jetzt angekoppelt. So. Oh, das war auch ganz schön hartes Ankoppeln. Es gab hoffentlich keinen Schaden. Da müssen wir gleich mal nachgucken. Wie sehe ich denn das nochmal? F5. Nee, das ist die falsche Taste. Scheiß Dreck hier. Hätte ich mir auch gleich denken können, dass es nicht F5 ist. F6 ist auch der falsche. F7 ist die richtige Taste. Wir haben keinen Schaden gekriegt. Super, finde ich das. Super. So, jetzt brauchen wir hier eine harte Wendung. Die Wende. Eine ganz harte Wende kommt jetzt hier. Wie damals die Wende, die war auch hart. Hat uns alle hart getroffen. Wie aus heiterem Himmel hat sich plötzlich alles gewendet. So. Das Navi hat schon umgeschalten. Das finde ich auch gut, dass es mitdenkt. Wow, das war ganz schön knapp gerade. Riskantes Fahren war das. Scheiße, ich muss damit echt aufhören, ehrlich gesagt. Das ist ganz gefährlich, wenn ich das mache. Wenn ich weiter so rede. Ja. Nee. Hallo? Was ist das denn für ein Assi gewesen? Der hat doch gesehen, dass ich da raus will. Meine Fresse. Vielleicht hätte ich blinken sollen. Habe ich Schaden gekriegt? Ja, ganz toll. Ganz toll. Schaden an der Ladung. Oh Mann, Leute, du, nur Idioten unterwegs heute. Nur dämliche Idioten, die keine Augen im Kopf haben. Du könntest du blöde werden hier. Du könntest so blöde werden, du. Ja, also wie gesagt, was Minecraft angeht, schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Oder allgemein, ja. Kann ich nochmal wieder wiederholen, weil ich suchte halt auf dieses Spiel wirklich sehr krass ab. Ich experimentiere halt gerade so ein bisschen mit Redstone, mit den Schaltungen, weil das finde ich total krass, dass man da in diesem Spiel solche Schaltungen und solche Erfindungen umsetzen kann, solche Maschinen direkt. Das ist der Wahnsinn. Ja? Also ich versuche auf der einen Seite viele Sachen mir selbst drauf zu schaffen, ohne jetzt irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Auf der anderen Seite gucke ich auch YouTube-Videos, um bestimmte spezielle Dinge umzusetzen. Ich habe zum Beispiel ein Schienensystem gebaut, ein automatisches Abholsystem von der Farm. Das habe ich komplett selbst gebaut. Also das habe ich komplett mir selbst überlegt und das selbst angelegt und nur mit der Wiki gearbeitet, halt, um zu wissen, was die einzelnen Elemente von diesen Schaltungen halt machen. Und dann gab es in diesem Lagersystem, wo das dann hintransportiert wird, da gibt es zum Beispiel dann eine Sortiermaschine, die habe ich von YouTube. Also die habe ich mir mit Hilfe von YouTube umgesetzt quasi. Und ja, ich würde das halt einfach allgemein gerne mal alles zeigen, was ich da schon gemacht habe. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr das toll findet, wenn ihr das geil findet, wie gesagt, lasst es mich wissen. Also ich hoffe ja, dass es doch einige Leute gibt, die dem aufgeschlossen gegenüberstehen. Nicht, dass es dann am Ende heißt, ja, Minecraft, Schnauze voll, gibt es schon überall zu sehen und so. Und warum zeigst du denn Minecraft und warum zeigst du denn dann, wenn du das zeigst, sowas Noobiges, ja? Weil du musst auch dazu sagen, ich spiele das jetzt, obwohl ich es suchte, ja noch nicht so lange. Ich bin ja dabei, das Spiel zu entdecken, ja? Muss man ja auch dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht so der krasse Überpro, ja, wenn ich euch das zeige oder so. Oder ich mache da jetzt nicht die abgefahrenen Sachen irgendwie, die keiner vorher euch gezeigt hat oder so. Ja, das sind alles konventionelle Sachen, die ihr wahrscheinlich, was weiß ich, bei Kronk oder was weiß ich wem, der Minecraft macht, von den paar Millionen Leuten, die Minecraft machen, schon mal gesehen habt, ja. Es ist halt so die Frage, ob das dann interessant ist überhaupt. Aber wie gesagt, es ist immer wieder erstaunlich, egal was ich auf meinem Kanal dann am Ende zeige, die Resonanz ist eigentlich immer positiv, kann man sagen. Insofern, ja. Mich interessiert es trotzdem mal, was ihr davon haltet, ja. Was ihr von Minecraft haltet und so.
Ich kriege ja auch immer viele Anfragen von wegen Minecraft, aber die sind ja meistens so Anfragen von wegen, lass mal zusammen Minecraft spielen, ja, zusammen Minecraft spielen, mit irgendwem halt, den ich nie vorher irgendwie, irgendwie in Kontakt gewesen bin oder so, wo ich vielleicht auf dem seinen Channel dann 5 Videos zu Minecraft sehe oder so und dann mit dem dann halt gleich, oh shit, muss abbiegen. Habe ich geschlafen jetzt hier wieder? Okay, Moment. Wir müssen zurücksetzen. Ich weiß, das ist eine ganz böse Falle, jetzt auf der Autobahn zurückzusetzen. Oh, shit. Ja, da haben wir den Super-GAU jetzt. Muss ich noch ein bisschen nach vorne fahren. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Na gut, dann muss ich jetzt geradeaus weiterfahren und gucken, dass das Navi mich halt umlenkt. Mh. Oh! Hallo? Hallo, du Idiot? Oh, ihr seid doch alle Idioten, warum quetscht ihr euch hier an mir vorbei? Nur weil ich mal kurz auf Standstreifen fahre, ihr kleinen Säcke, ihr. Oh, Jesus Christ. Ich hoffe, das Navi erkennt, dass ich hier falsch fahre und erkennt auch, dass ich mich dann, dass es mich jetzt umleiten muss. Na, klasse. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Naja, dann fahre ich jetzt einfach mal hier in die Richtung weiter, solange bis sich irgendwie eine Wendemöglichkeit ergibt. Ja, toll. Das Navi ist so nett, es sagt mir, dass ich in die andere Richtung fahren muss. Aber wie soll ich das denn hier machen? Soll ich hier einen Geisterfahrer machen oder was? Scheiße hier. So eine Scheiße hier mit der Technik. Nur weil man einmal eine Sekunde nicht aufgepasst hat. Weil man mal eine Sekunde bedabbert gewesen ist und nicht richtig hingeguckt hat. Ja, und ich sehe, die Folge ist auch schon lange zu Ende, ne? In diesem Sinne sage ich, schreibt mir das drunter unter das Video in die Kommentare, was ihr von Minecraft haltet, ja? Und mal sehen, vielleicht sind wir in der nächsten Folge am Ende dann schon in Erfurt, wenn das hier mich mal richtig leitet. So, dann, bis dann, ciao, ciao, ja, ne? Bis dann.